Tüllmann ist Chefredakteurin ihrer Zeitschrift Ab 40. Eine Zeitschrift von Frauen, für Frauen, über Frauen, wie sie leben, was sie denken und wer wir sind. Hallo Greta Tüllmann, schön, dass Sie in meine Sendung gekommen sind. Sehr gerne. Wie kamen Sie denn auf die Idee, diese Zeitschrift ins Leben zu rufen? Werde ich viel gefragt. Und das hat verschiedene Gründe. Natürlich einmal ganz stark den Grund, dass ich selbst, ich war Anfang 40 und hatte so das Gefühl, so langsam habe ich Boden unter den Füßen, mir gehört die Welt und ich habe spät eine Tochter gekriegt, also ich wusste, was heißt mit Kindern, Beziehung und Arbeit und so. Und plötzlich von der Außenwelt kriegte man aber einen ganz anderen Spiegel. Also damals vor allen Dingen, ich habe 89 die Zeitschrift gegründet, aber eben schon ein paar Jahre vorher damit, bin ich damit schwanger gegangen. Und da habe ich eben gedacht, das darf ja wohl nicht wahr sein, dass man diese ganze Hälfte des Lebens ungefähr wegschmeißt, nicht? Und vor allen Dingen gerade dann, wenn man eigentlich jetzt eigentlich die ganzen Erfahrungen, die man gemacht hat in der ersten Hälfte, da hat man ja diese ganzen Skills und Tools entwickelt, um irgendwie das Leben zu schaffen, und dann interessiert das jetzt gar niemanden. Jetzt kann man nämlich eigentlich... Ein anderer Grund war auch noch... wie wir Frauen in der Arbeit miteinander umgehen. Da habe ich sehr gelitten unter uns Frauen und ich wusste oft, meine besten Freundinnen sind tolle Frauen, ich bin eine tolle Frau, was ist eigentlich los? Und ich habe Philosophie und Literatur studiert, ich komme und war eigentlich auch lange so etwas, was man eine Karrierefrau nennt, weil ich war in internationalen Verlagen berufstätig und habe gut verdient und auch in der Universität in Frankreich etliche Jahre. Und dann habe ich spät mit 35 meine Tochter gekriegt und da ging für mich eigentlich der größte Lernprozess meines Lebens los, weil ich auch gar nicht fassen konnte. Vorher kamen Kinder in meinem Leben gar nicht vor. Da veränderte sich alles sehr und ich bin dann 16 Jahre in die Forschung gegangen und habe zu diesem Thema gearbeitet. Familie, Arbeitswelt, wie man das besser miteinander verbinden kann. Also Kinder nicht vorkamen, und als ich jetzt ein Kind selbst hatte, war das für mich eigentlich unglaublich, wie wenig Mütter in der Öffentlichkeit und Kinder und das ganze Thema ist ja bis heute noch so vorkommen. Und da habe ich eben dann angefangen, mich mit für dieses Thema sehr einzusetzen. Ich habe ein Kinderhaus gegründet, das gibt es heute noch hier in... Wie heißt es, ein Kinderhaus? Ein Kinderhaus, ja, und zwar in einer Emmeranzmündung für 50 Kinder von ganztags berufstätigen Müttern, also für ganztags, Krippe, Kindergarten, Hort damals auch noch. Und schöne, vor allen Dingen riesenschöne Räume. Ich dachte eben, für die nächste Generation müssten ja eigentlich die schönsten Räume und müssten auch Gelder da sein. Und für alle Müttertypen müsste es eigentlich gute Bedingungen geben in so einem reichen Land. Und darüber bin ich in das Deutsche Jugendinstitut, habe 16 Jahre Familie-Arbeitswelt zu dem Thema gearbeitet. Aber wie kam es dann zur Zeitschrift? Das waren alles die Gründe, damit Sie es dann... Ja, und dann war ich nicht mit der Forschung nicht sehr zufrieden. Und also, als meine Tochter dann groß war und ich genügend Projekte gemacht hatte zu Familie-Arbeitswelt, wollte ich wieder zurück in meine Philosophie und Literatur und habe dann erst gedacht, vielleicht ein Verlag. Und dann, das war mir aber, ich bin ein ungeduldiger Mensch, ich habe lieber eine Zeitschrift. Ja, und eben so ein Forum, dass ich so weibliche Kreativität in der Öffentlichkeit zeigen kann, also eine Kulturzeitschrift. Es gibt noch einen dritten Grund und den erzähle ich sehr selten, aber ich will Ihnen jetzt eigentlich mehr in der Öffentlichkeit erzählen. Ich liebe die Astrologie. Und, Ach nee, passt es dann mit der Wissenschaft oder mit der Philosophie? Darum hatte ich an der Wissenschaft ja auch viel Kritik, weil ich nämlich auch durch die Philosophie und die Astrologie eben sehr viel Respekt vor dem Wissen der alten Kulturen habe. Also nicht denke, dass wir nur alles besser wissen. Vieles ist dort auch schon gewusst worden. Und leider haben wir eigentlich uns da, ähnlich wie wir das Weibliche abgewertet haben, haben wir auch abgewertet eigentlich ganz viele andere Aspekte in uns, nicht, die sehr wichtig sind. Ja. Und diese ganzen Innenwelten und von daher auch eine Balance zwischen Innen- und Außenwelten haben mich interessiert. Und ich habe darum das Hidden-Thema, das versteckte Thema von der Ab 40, ist die Umlaufbahn vom Uranus um unsere Erde. Und zwar, der braucht nämlich 80 Jahre, der braucht 80 Jahre und die Hälfte ist 40. Und die erste Hälfte leben wir diese Uranus-Energien unbewusst, da kriegen wir eigentlich von außen die ganzen Herausforderungen und wird es an uns herangetragen, uns da in die Richtung zu entwickeln, weil der Uranus ist, wir sagen ja jetzt auch Wassermann-Zeitalter, der ist nämlich zuständig für den Wassermann und für das
Sternzeichen, das Wassermann, was in den alten Kulturen so bezeichnet wurde. Und in der zweiten Lebenshälfte können wir jetzt also bewusst mit diesen uranischen Kräften umgehen. Und mit dem Uranus, also Uranus ist eigentlich die Geburt des Individuums, eingebettet in eine Gruppe mit einer Verantwortung für die Gesellschaft. Ja. Und es ist ein Luftzeichen und es ist eben diese ganze technische Entwicklung mit Uranus kam, die Elektrizität, als der hier in unsere Umlaufbahn kam. Und er bleibt uns für die nächsten 2000 Jahre und von daher habe ich gedacht, könnten wir eigentlich anfangen. Das ist aber noch ein sehr spezielles, persönliches Thema. Ja, das war Thema. In vielen anderen Teilen, denke genau, ich mal. Ja. Es gibt viele, die sagen, ja. Oh, Naserümpfen, Astrologie, ja. Nee. Humbug. Ja. Okay, oder Vorurteil ist noch öfters gesagt als wie genau. Jetzt Humbug. Ja, ja und die Zeitschrift führen Sie schon immer hauptberuflich dann oder haben Sie Nein, ich habe zunächst, das ist auch interessant, ich war in einem Research-Austausch in diesem Forschungsinstitut Deutschen Jugend und habe da ja sehr gut verdient, hatte eine Planstelle quasi öffentlicher Dienst und spannende Projekte, wie mein Mann vor allen Dingen meinte, das bis heute nicht verstanden hat, dass ich da rausgegangen bin. Und dann war ich im Jahr im Research-Austausch mit Amerika und Amerika macht ja jeder noch nebenbei irgendwie ein anderes Projekt, nicht neben seiner Arbeit. Da ist ja viel ganz andere Art mit Arbeit und mit dem Leben umzugehen. Auch nicht so dieses Sicherheitsbedürfnis, man muss immer bis an sein Lebensende in der einen Arbeit bleiben, um ja die Rente dann zu kriegen, sondern... Das ist schon gekappt, Mann. Ja, das gibt's schon immer. Ja. Also da ist eine andere und da habe ich eben gedacht, ach, ich versuche auch mal, ich mache auch noch sowas. Da bin ich eben schwanger gegangen mit dieser Idee, Zeitung oder Verlag und dann habe ich die Zeitschrift eben angefangen und neben meiner Berufstätigkeit als also ganztags in einem Forschungsinstitut, also das war schon dann doch ganz schön happig, das war eben auch hier in unserer Kultur gar nicht zu schaffen und darum habe ich nach 2 Jahren dann stand ich vor der Entscheidung, entweder aufzugeben die Zeitschrift oder aber eben aus der, und da war es gerade so, war 89, da kam diese Wiedervereinigung und das Deutsche Jugendinstitut, wo ich gearbeitet habe, die mussten 20 stellen. Und auf jeden Fall hat der Direktor damals gesagt, wer noch andere Pläne hat, soll sich melden. Und da habe ich mich gemeldet und habe dann auch eine Abfindung gekriegt. Und mit der habe ich dann auch diese Zeitschrift gestartet. Ja, toll. Ja, genau. Und alles lauter Storys. Ja. Die Story und die Story, deshalb machen wir das. Ich bin eine Story-Erzählerin. Machen Sie das alles auch heute noch alleine oder haben Sie in irgendeiner Form welche? Ich habe es von Anfang an nicht alleine gemacht. In der Verantwortung und in der ganzen, von der ganzen Idee und Planung und allem her mache ich es alleine. Mhm. Aber ich habe es, ich habe eigentlich eine sehr moderne Form, glaube ich, weil ich mache es alles von der Wohnung aus und arbeite mit sehr guten anderen selbstständigen Kosmen, sage ich immer, zusammen. Ja. Also selbstständig. Und zwar eben zum Beispiel eben Gruner und Jahr macht meinen Vertrieb am Kiosk. Ne? Und Moderne Industrie Verlagsservice hat die ganzen Jahre meinen Abonnentenservice gemacht. Die sitzen in Landsberg. Und wir machen jetzt das selbst. Also das mache ich auch nicht. Auch? Nee. Ja, den Versand, den Abo-Versand. Mhm. Nur den Abo-Versand und den Einzelversand hatten wir schon übernommen. Und das macht eben eine Freundin von mir, die BWLerin ist und meine Buchhaltung schon gemacht hat und die jetzt das auch mit übernommen hat. Mhm. Und sonst gebe ich das an 2005 Werbeagentur, das sind Frauen, die erste Frauenwerbeagentur übrigens, die machen mein Layout und die Herstellung auch. Und ich habe ganz lange erst habe ich hier in München gedruckt, das war aber dann 100.000 D-Mark pro Heft damals. Dann habe ich in Italien eine kleine Druckerei bei Verona über Freunde gefunden und das war eine wunderschöne Zusammenarbeit die ganzen Jahre. Da habe ich dann die Hälfte ungefähr, so 45, 40.000 so in dem Dreh. Mhm, das und ist schon immense Unterschied, da kann man schon was anderes starten damit. Ja, und jetzt bin ich dann, weil leider durch den Euro das auch wieder in Italien alles sehr viel teurer, genau wie in Deutschland geworden ist, drucke ich jetzt seit 2 Jahren noch etwas mehr, drucke ich jetzt in Zagreb, weil die noch nicht den Euro haben. Und da ist es auch wieder so, in meinen Drucker in Italien, da kostete dann jetzt mit dem Euro der Druck auch wieder 39.000 Euro, also quasi wieder. 80. Ja, und während jetzt in Zagreb, da zahle ich eben 20 bis 22.000 Euro, da bin ich wieder in meinem alten Fahrwasser. Noch günstiger sogar. Ja, und erhole mich ein bisschen von der Krise. Und aber durch die Abonnenten, können Sie das da eigentlich einnehmen? Sie haben ja sicherlich auch
Sie haben Nein. auch Werbung in der Zeitschrift. Ja, aber die Werbung ist erst seit ganz kurzer Zeit. Ich habe darum eher, mache eben sehr vieles selbst und vermeide eigentlich alles, habe alles vermieden, was mich in die Bedrohung bringen würde. Also ich habe keinen festen Angestellten, ich habe keine Miete. Mhm. Und von daher habe ich das alles vermieden und es war auch eigentlich richtig, weil dadurch habe ich es geschafft. Und interessanterweise ist das Heft aber so ein Heft, das hat eine gewisse Nachhaltigkeit, weil wir verkaufen bis heute, bis 89 zurück, die Einzelhefte. Mhm. Und da wir eben gerade am Anfang auch noch viele Remittenten vom Kiosk zurückrichten, habe ich ein Lager, wo ich, ja, konnte, und da haben wir immer sehr gut auch, gerade weil wir Themenhefte machten, werden viele Themen eben einfach auch noch einzeln verschenkt. Und dadurch, dass es eine Kulturzeitschrift ist und so, wie ich sie mache, auch hat, sehr schön aufgemacht. Ja, und vor allen Dingen nicht so schnell veraltet auch nicht. Das ist mein philosophischer Hintergrund. Ja. Da hat man einen anderen Atem. Ja, sie ist auch mit schönem Papier gemacht. Also da sieht man halt schon den Unterschied. Ja. Schönheit war für mich ganz wichtig. Ich denke einfach, das Heilende oder was wir Frauen auch in die Welt bringen können, ist, dass wir das Schöne lieben. Mhm. Und dass wir auch gerne... Und damit gerne auch umgehen. Ja, nicht genau. Nur, ach, das Nein. interessiert mich jetzt nicht, weil ich das Geld nicht habe, sondern das ist immer da. Genau. Und was für Bereiche als Kunst, haben Sie gerade schon angesprochen, ist denn Ihre Zeitschrift aufgegliedert? Kunst, haben Sie gesagt? Nein, das geht immer los mit, ich habe so ganz unterschiedliche Themen, ja, nicht? Also Trauer haben Sie mal gesagt. Ja, ich auch. Ich habe das, nennen wir haben auch so Schattenthemen, nennen wir das. Da hatten wir Krebs, Krankheit, Krise, Chance oder Eifersucht, wie geht man damit um? Oder also auch so, also eine ganze Reihe an so Schattenthemen. Oder Sucht und Abhängigkeit, Schattenthemen haben wir die genannt, aber an sich sind die Themen zum Beispiel die vier Elemente oder sagen wir Familienthemen, so Zyklen auch, dann zum Beispiel eben Mütter, Töchter, Mütter, Söhne und oder auch Freundinnen, dann aber auch so Themen wie Mensch und Tier, eine uralte kosmische Beziehung. Ja, also auf jeden Fall, wir haben inzwischen ja über 60 Hefte mit unterschiedlichen Themen. Und viele Themen sind eben gerade diese, interessanterweise Wechseljahre, ist schon, hatten wir dreimal sofort immer vergriffen gewesen. Also wahrscheinlich könnte ich zu Wechseljahre jedes Jahr. Jedes Jahr ein Heft machen, ja. Wobei ich das zu Wechseljahre auch das letzte immer ganz anders gemacht habe, als man Wechseljahre in unserer Gesellschaft eigentlich bis jetzt immer gesehen hat, als Krankheit. Nicht? Ja, so ungefähr. Ungefähr. Und ich saß immer als ein großes Geschenk der Natur. Und ich habe das letzte Heft habe ich zu 1/2000 gemacht, den Wechsel des Millenniums. Dem habe ich das Wechseljahre-Heft gewechselt. Das ist auch ein sehr schönes Heft. Apropos Millennium-Heft. Wie oft erscheinen denn Ihre Hefte? Viermal im Jahr, ja. Mhm. Also immer zum Quartal. Ja. Januar. Mhm. Nee, gerade nicht, weil das habe ich durch Guna und Jadan gelernt. Vor Weihnachten wird am meisten gelesen. Also ich komme mit der 1 immer kurz vor Weihnachten raus, weil ich nämlich dann bis März auf dem Markt bin. Und da kommt dann schon Ostern. Und ja, genau. Und dann kommt im März bis Juni und Juni und September 4. Und dann die 1 ist wieder dann kurz vor Weihnachten. Und Sie nehmen ja jetzt, wie gesagt, Werbeanzeigen auf. Achten Sie da auf was Besonderes, ich musste so lange ohne Werbung auskommen, dass ich mir jetzt diesen Luxus erlaube, dass ich nur Unternehmen reinnehme, die auch so gesamtgesellschaftlich mitdenken und die zu der Zeitschrift passen. Mhm. Wie Sie gesehen haben, das ist also so Dr. Hauschka und Willida und Basic oder Rapunzel oder Wasser von St. Leonard, also so, und dass das entstehen richtige Freundschaften mit diesen Unternehmen, das ist ein sehr, sehr schön, wir machen dann noch andere Marketingaktionen zusammen und ich freue mich auch sehr, dass ich immer habe jetzt sogar eine Rubrik angefangen, nicht in jedem Heft, aber fast zu Unternehmenskultur, wo ich Unternehmen vorstelle, die ich finde, dass wir Frauen also einfach die auch mit unterstützen sollten, weil die sinnvolle Sachen machen. Also, da finde ich dann auch Werbung sinnvoll. Ja. Nicht? Also, oder zum Beispiel so ein Stuhl von der Wanda, Frau Wanda, ein wunderschöner Stuhl zum drauf sitzen, wo man eben nicht keine Rückenprobleme kriegt, den sie selbst entworfen und gemacht hat. Oder so auch von Frauen eben. Ja, toll. Ja. Und, oder Frauenbetriebe und Frauenunternehmen, wo ich sehr gerne. Ja.
Ja, passt ja dann auch wieder. Von Frauen für Frauen. Und überhaupt bringe ich sehr, sehr viel immer, was Frauen alles machen und tun. Also mir geht es eben darum, um diese weibliche Kreativität in der zweiten Lebenshälfte, weil da machen ganz viele Frauen eben ja auch was. Ne? Mhm. Und die könnten eigentlich viel mehr gebrauchen, dass das auch wahrgenommen wird und unterstützt wird und so weiter. Ne? Mhm. Also, und wie hoch, darf man fragen, wie hoch die Auflage? 30.000, das habe ich von Anfang an. Ich habe mich anfangs von französischen Freunden, die in der Branche eben arbeiten, und die ich sehr gut kenne, beraten lassen. Und die haben mich eigentlich sehr gut beraten. Die haben gesagt, fangen mit 30.000 an bei einer Kulturzeitschrift. Und das habe ich auch immer gelassen. Obwohl ich am Anfang eben natürlich überall sehr viel Remittenzen zurückkriegte und auch noch nicht so viel Arbeit hatte. Aber interessanterweise haben Runa und Jahr gesagt, dass sie so etwas wie die Zeitschrift noch nie erlebt haben in ihrer ganzen Geschichte. Weil ich habe ein ganz langsames Wachstum. Es ist vielleicht auch etwas, was typisch für Frauen ist. Also wir machen langsam, das, aber stetig, ja, ja. Also ist, und ich habe keine Ahnung, wo ich, aber ganz langsam wächst dieser Abo, der Verkauf am Kiosk, wo ich Unterschiede festgestellt habe. Erst nach meinem 10. Jahr jetzt habe ich angefangen, berühmte Frauen auf den Titel zu nehmen. Das kam durch Zufall. Ja, da haben Sie ja Sutter Berger, Iris Bergen, Katharina, Christine Kaufmann. Und man hatte mir immer gesagt, es gibt ein Gesetz, dass am Kiosk man nur Titel nimmt, in dem, was ja auch alle Zeitschriften machen, in denen eine Frau drauf ist, die einen direkt anguckt, nicht bei Frauenzeitschriften. Ja, stimmt, das habe ich schon gehört, ja. Ja, direkt anguckt, ich habe das nie glauben wollen, und da ich eh mehr eine Abo-Zeitung war, am Kiosk ging die Zeitung, ich war ja nicht bekannt und so weiter, also von daher war das schwierig, hatte ich nicht so gute Verkaufszahlen am Anfang. Und dann, als ich dann, und die haben immer gesagt, und ich habe gedacht, ich mache dann lieber einen Abo-Titel, nicht? Und meine Abos waren nämlich einfacher, die stiegen besser, ne? Und das waren künstlerische Titel, aber die gehen am Kiosk, wirklich nicht. Und dann, soll ich noch eine Geschichte erzählen oder halt es eine kurze? Ja, auf jeden Fall war Donata Höffer eine Schauspielerin, die in Kriminalserien mitmacht und sehr bekannt ist. Mhm. Und aber das Kampnagler Frauenmusikfestival in Hamburg immer machte, die hatte ich auf dem Titel und saß so richtig und guckte halt voll so an, wunderschön, rotes Kleid, schwarze Haare, weißen Schal um und rief gerade ein Krimi mit ihr wieder. Und ich kriegte plötzlich das Fünffache, hatte ich verkauft am Kiosk. Das war so unser Durchstoß da am Kiosk. Das halten wir Menge. Jetzt. Ja, und das halten wir jetzt aber immer. Aber nur dadurch, weil ich immer auch jetzt VIP-Frauen draufnehme. Und wenn ich es nicht mache, interessanterweise, wir haben manchmal jetzt bei dem Thema auch im letzten Heft Trauer wieder ein anderes gewagt oder auch mein Mensch und Tier. Das ist durch Zufall mehr oder weniger andere Geschichten. Dann haben wir 1000 Hefte weniger. Ja, das ist so ein Unterschied. Ja. Da überlegt man sich dann genau. Ich glaube, man sagt, es kommt aus der Tierwelt, dass man eben jemand, der die Öffentlichkeit, also für uns alle ja ein sehr attraktives, aber auch schwieriges Terrain erobert hat. Also da, der ist jemand, ja, genau. Da eifert man hin. Ja, genau. Das interessiert einen. Ja, das ist der kleine Voyeurismus in uns allen. Genau. Aber ich muss dazu sagen, ich habe auch gemerkt, ist auch ein Knoten in mir gewesen, dass ich diese VIP-Frauen habe. Ich immer gedacht, die sind ja alle schon in der Öffentlichkeit, die brauchen ja nicht noch unbedingt jetzt meine Unterstützung von so einem kleinen Heft, kleinen Betrieb auch. Und auf jeden Fall, da habe ich aber sehr getäuscht, weil die gehen alle also gerne drauf und zum Beispiel sagen dann auch, also ich habe, also Frauen gab, ich will jetzt keine Namen nennen, die haben gesagt, also sie machen nur mit, wenn sie jede Frage und jede Antwort selbst schreiben können. Und da mein Konzept, da kommen wir sicher gleich noch drauf, eins ist, dass ich am liebsten hätte gern, dass die Frauen selbst schreiben, weil kommt sie voll entgegen. Ja, weil ich möchte gern, dass weibliche Kreativität sich in der Öffentlichkeit zeigt. Ich weiß auch nicht, was das ist. Kann sich nur auskristallisieren, wenn man ein Forum zur Verfügung gestellt, wo Frauen zu einem Wort kommen. Mhm. Nicht, dass sie für mich schreiben müssen, sondern dass sie ihre Sachen, die ihnen am Herzen schreiben. Ja. Und dann habe ich das gemacht und das war eines der bestgehendsten Hefte und es war so eine hinreißende Sache, die sie geschrieben hat. Und auf jeden Fall denke ich von daher, oder auch viele, auch zum Beispiel Iris Berben, die hat erzählt, begeistert von ihrem Enkelkind auch, nicht? Also, und dann ein paar Monate später lese ich, arme Iris Berben durfte noch nie ihr einziges Enkelkind sehen. Also was ich mit den VIP-Frauen gelernt habe, ist, dass die Öffentlichkeit so gemein mit ihnen umgeht,
dass die also sehr dankbar sind, wenn sie irgendwo zu Wort kommen können, wo sie ihre Sachen mal sagen können. Ja. Und das können sie weil jetzt ständig das Wort abgeschnitten wird. Mit jetzt auch Nena, Nena kommt auf den nächsten Titel ach, nicht. Also die freut sich auch, weil sie mal ihre Sachen sagen kann. Die hat gerade eine Schule gegründet, ne? Und so weiter und braucht dafür aber auch noch ganz dringend Unterstützung, weil die öffentliche Gelder kriegt sie erst in 3 Jahren und eine Schule kostet ganz schön was. Mhm. Bringt jetzt ihr Doppelalbum raus und das ist eben so schön. Ich betrachte die Zeitschrift eben nicht so als eine gefakte künstliche Welt, sondern eine, wo wir Frauen uns Netze aufbauen, dass man sich unterstützt in den Sachen, ne? Und dann damit in die Öffentlichkeit geht. Nicht? Also so eher. Nee, das ist ja toll.